Von Seidewitz? Ja, hier parliert Ihr Butler. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Kuh Elsa ist tot. Die Kuh Elsa? Ja. Ich kenne keine Kuh Elsa. Na, die nette Braune, die nach dem Melken immer den Eimer umgestoßen hat. Das ist alles? Deswegen rufen Sie mich an? Ja. Ja. Also hören Sie mal, ich habe 3000 Kühe. Da brauchen Sie mich wegen eines Rindviechs nicht anzurufen, ja? Ich dachte ja nur, weil es die Elsa war. Also bitte, das nächste Mal brauchen Sie mich deswegen nicht zu bemühen, ja? Ende. Hallo, Moment mal. Ja? Woran ist denn die Kuh gestorben? Na, dir ist das Dach von der Scheune auf den Kopf gefallen. Das Dach von der Scheune? Wie ist das denn passiert? Naja, die Scheune ist abgebrannt und da konnte sich das Dach allein in der Luft natürlich nicht. Da ist es irgendwann runtergefallen und direkt darunter stand die Kuh Elsa. Und ich kalkuliere, dass das Dach einfach zu schwer war für die Kuh Elsa. Aber wieso ist denn die Scheune abgebrannt? Na, wegen dem Funkenflug. Was denn für ein Funkenflug? Na, ihr Landsitz brannte. Und der Wind stand eben denkbar ungünstig für die Kuh Elsa. Aber wieso ist denn mein Landsitz abgebrannt? Na, ihr Sohn hatte im Vestibül ein paar Stufen übersehen, da ist er gestolpert und hat sich beide Arme gebrochen. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich den Leuchter mit den brennenden Kerzen fallen lassen. Das war natürlich Pech für die Kuh. Nun sagen Sie mal, wieso lassen Sie denn meinen Sohn da mit brennenden Kerzen rumlaufen? Na, wir wollten es Ihrer Frau halt ein bisschen nett machen zur Beerdigung.